Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ihr habt lange drauf gewartet, aber jetzt kommt ja unser Girls Talk. Ja. Weil ich muss wirklich sagen, wir haben ja eine Fragerunde bei Insta gemacht und da sind schon heikle Themen bei. Dass jetzt alles klappt, aber erstmal kannst du mit mir die Decke mal teilen. Ja, geh nicht, ich sitze. Alter! So. Oh, scheiße, meine Pflanze. So, denn wir wollen es ja schon gemütlich haben. Wollt ihr das an dieser Stelle schon mal ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Mal so eine Frage, die lesen wir immer wieder unter den Kommentaren und vor allem teilweise wirklich falsch. Also es ist einfach nicht richtig beantwortet von irgendwelchen Leuten, die uns gar nicht kennen. Aber hat Zoe einen Freund und erlaube ich Zoe einen Freund? So. Ein für alle Mal stellen wir es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt klar. Was nächste Woche ist oder was in 2 Monaten ist, Leute. Vielleicht sieht die Welt da wieder anders aus, aber Stand jetzt. Habe ich keinen Freund, aber ich darf einen Freund und ich hatte auch schon einen. Genau. So, es gibt für mich keinen Grund, Zoe zu verbieten, dass sie einen Freund haben darf. Weil wenn man Sachen verbietet, dann passieren sie nur heimlich. Also ich fände es viel schlimmer, wenn Zoe einen Freund hat oder wenn Zoe einen Freund hat und ich davon nichts weiß. So können wir da gar nicht offen drüber reden. Zoe erfährt auch offen meine Meinung gegenüber manchen Menschen. Und Zoe hat einen super Vorsatz fürs Jahr 2024. Sag ihn aber jetzt kurz. Mama hat immer recht. Ne? Zoe hat natürlich jetzt schon die ein oder andere Person mal kennengelernt. Und grundsätzlich hatte ich immer recht. So. Aber ganz wichtig, Leute, es ist einfach Zoes Privatleben. Zoe ist die Person, die entscheidet, ob sie es mit euch teilt, ob sie einen Freund hat oder eben nicht. Das heißt, es können 500 Mal irgendwelche Sachen in den Live geschrieben werden, irgendwelche Namen in den Raum geworfen werden. Letztendlich weiß Zoe es immer am besten. Genau. Aber Stand jetzt ist da niemand. Aber man muss sagen, ist auch erstmal jetzt gerade gut. Ja. Na? So. So, dann ist ein weiterer Punkt, der ganz oft gefragt wurde. Wie kommt ihr mit Hate klar? Das haben wir schon mal beantwortet. Gar nicht. Voll. Also, Thema Hate. Girls Talk, Leute. Girls Talk. Welche Person wird gerne gehatet? Eben. Welche Person wird das gerne? Ne, also, vor allem sprechen wir jetzt hier auch von, na, ich bin erwachsen, Leute. Zoe hat ein ganz anderes Alter als ich. Kein Mensch da draußen, auch nicht junge Mädchen, egal wer, keiner wird gerne gehatet. Es gehört aber nur mal dazu, wenn man ein Teil der Öffentlichkeit ist. So. Aber in meinem Alter ist es auch nochmal schwieriger, weil in meinem Alter sind oft noch Menschen unreif und denken sich dann so, ach komm, die hate ich jetzt mal. So unsinnig. Aber, ja, die noch wahrscheinlich auch noch nicht mal checken, was die Beleidigung überhaupt heißt. Es heißt immer so, ja, Mädchen stärken Mädchen so ein bisschen und im Internet ist das eher so. Kennst du diese eine Stelle von Shiri David, diese stell keine Menschen in den Schatten, damit du scheinst oder so? Ja, kenne ich nicht die Stelle. Also, ja, da gucke ich mir auch manchmal, also wir kriegen Hate natürlich im Internet, Leute. Noch nie hat mich jemand auf der Straße angesprochen und gesagt, ich finde dich scheiße. Hat noch nie jemand gemacht. Warum? Weil die Person ja dann von ihrem Gesicht zu meinem Gesicht sprechen muss. Aber dann gehe ich manchmal auf die Seiten von den Leuten, gucke und denke mir so, dann, oha, Schminkkasten. Auch. Lieb ich. Geh auf Schminkkasten, keine Beleidigung. Nein, ich auch nicht. Aber dann gehe ich auf die Seite und denke mir so, Alter, du bist ein totaler Abklatsch. Wirklich. Ja. Das ist dann so, kann ich nicht verstehen. Ne? Aber leben und leben lassen. Es gibt Hate-Kommentare, die können wir gut ignorieren. Irgendwann ist aber auch eine Grenze erreicht, wo wir ganz weil klar. Zum Beispiel Hate-Pages. Boah! Also, genau, manche übertreiben es maßlos. Aber Leute, da haben wir einfach. Da müssen wir öffentlich keine Stellung zu nehmen, sondern da haben wir unsere Leute einfach im Hintergrund, die sich darum kümmern. Und ihr meint immer im Internet seid ihr alle anonym, das seid ihr zuerst. Aber wenn man Arbeit da reinsteckt, dann hat jeder im Internet Spuren hinterlassen. Und ihr glaubt gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr glaubt nicht, wie viele Hate-Pages oder Hate-Kommentare wo wir wissen, wer dahinter steckt, dann gehe ich auf Facebook, ich sehe die Eltern, ich habe teilweise Fotos von diesen Leuten und denke mir so, warum? Und die machen das ja noch auffällig, also ein paar Hate-Kommentare mit Fake-Accounts, die doch einmal haten, einen Tag bevor wir
also einen Tag nachdem wir wahrscheinlich noch ich mit der Person zum Beispiel gestritten habe, macht sich dann ein Fake-Account und denkt wirklich, ich komme nicht darauf, dass die das ist. Ja, da sind wir zum Beispiel im nächsten Punkt Freundschaften. Mhm. Ist auch ganz oft die Frage, wie pflegen wir unsere Freundschaften, was also, haben wir für Freundschaften? Da kann ich auch was zu sagen. Ich habe jetzt, ich schätze jetzt mal so 6, 7 Freundinnen, die ich aber auch schon seit mehreren Jahren kenne. Freundschaft ist für mich aber auch so ein großes Wort. Wenn ich einmal mit einer Person geredet habe und ich mich gut mit der verstanden habe, ist das nicht direkt eine Freundin für mich. Das steht auch ganz viel falsch. Es wird auch ganz oft rum erzählt, ja, ich bin ja jetzt mit Zoe befreundet. Nein, nur weil wir einmal geredet haben, bist du nicht mit mir befreundet. Ja. So, das ist einfach so. Also man merkt schon, Thema Freundschaft, ich glaube, was jetzt einfach wichtig ist, dass wir Freundschaften haben, die wir schon vor Social Media haben oder hatten. Das sind wirklich Freundschaften. Und die habe ich auch schon seit 7, 8 Jahren fast. Ja. Und an diesen Freundschaften halten wir extrem fest. Ja. Für die kämpfen wir. Aber ich hatte früher auch ganz oft das Problem, ich habe jede bekannte Freundin genannt. Nein, das waren definitiv keine Freundinnen, weil sonst wären sie jetzt immer noch da. Also Leute, auch an euch. Entscheidet weise, wen nennt ihr Freundin, was ist eine Freundschaft oder sind es auch einfach nur Bekannte, mit denen man sich einfach nur mal gut versteht. Aber ich habe zum Beispiel meine beste Freundin Christine, die kennt ihr inzwischen auch so ein bisschen. Das ist meine allerbeste Freundin, Leute, und für die würde ich über Leichen gehen. Wirklich, ich würde für diese Person meine Hand ins Feuer legen, weil das ist einfach die Person, für die ich alles tun würde im Thema Freundschaft, aber auch somit die einzige. Dann habe ich noch 2 weitere Freundinnen, denen vertraue ich auch und das sind so wirklich Freundinnen in meinem Umkreis. Früher dachte ich, ich brauche eine 30-Mann-Gang hinter mir, um cool zu sein. Mhm. Überhaupt nicht der Fall. Also ich habe natürlich auch noch Jungsfreunde und teilweise die kann ich auch Freunde nennen, aber das ist jetzt nicht so wie bei den Mädels. Und was ihr euch auch merken müsst, auch wenn das jetzt wirklich eine Freundin ist, was man auch Freunde nennen kann, ihr solltet, jetzt bei einer besten Freundin, wie zum Beispiel immer bei Christine, ist was anderes, ihr solltet euren Freunden nicht immer zu viel erzählen. Das stimmt auch, ja. Also man muss nicht, okay, du hast jetzt was Neues oder das ist passiert, dieses passiert, du musst das nicht immer direkt erst deinen Freunden erzählen, weil in dem Moment kann es eine Freundin sein, aber vielleicht hast du jetzt eine Freundin seit 2 Wochen und die ist wirklich eine Freundin, aber die, da bist du ja auch nicht sicher, dass sie für immer da ist. Eine Freundin, die du seit 7 Jahren hast, da ist das schon was anderes. Ja, erstmal das auf jeden Fall. Und, ja, viele... Leute, nicht wundern für meine Stimme, ich bin erkältet. Ja, viele, also ich sag immer, die Person, die mit dir schlecht über andere redet, also so... Weißt du, so, du lernst keine Person kennen und die Person fuckt direkt über andere ab, so. Das macht die auch über dich. Was ich auch gar nicht leiden kann, ist, wenn jemand zu mir kommt, ah ja, die und die ist voll scheiße, und am nächsten Tag sehe ich, wie die mit der da am Chillen ist. Wirklich? Hast du einen Schuss? Oder was ich auch übertrieben hasse, wenn ich eine Person hasse, hasse ich die. Da ist auch nichts mit Reposten oder sonst was. Hassen ist immer ein sehr großes Wort, muss man sagen. Ja, aber ich habe schon Leute, die ich da wirklich hasse. Wenn wir Leute nicht mögen, dann stehen wir da offen zu. Dann mögen wir die Person auch einfach nicht. Nein, Punkt. Ich hatte das, also natürlich früher mal oder so. Natürlich hatte das man mal. Aber ich hatte es noch nie, dass ich gesagt habe, ich hasse eine Person. Und am nächsten Tag war ich dann gut mit der. Das hatte ich noch nie. Nee. Mal hat man so im Moment so ein bisschen Krise. Aber dann findet man wieder zusammen, okay. Ja, eben. Aber, also ich bin, aber da bin ich ja eh generell sehr straight. Ich war noch nie ein Mensch, wenn ich mit jemandem ein Problem habe. Und da können viele, das können viele nicht leiden, das weiß ich. Aber ich sag dir ganz straight mein Problem ins Gesicht. Ja. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nicht viele Freunde habe. Aber ich finde es ganz schlimm hintenrum. Ja, aber die Leute gibt's. Ne, ich sage auch immer, uns muss auch nicht jeder mögen, aber dann musst du mir auch einfach nicht die Aufmerksamkeit schenken. Leute, die ich nicht mag, denen schenke ich keine Aufmerksamkeit, Punkt. Aber, next. Next Thema, also ich muss sagen, Freundschaft, abschließend nochmal ganz kurz was Positives. Ich finde Freundschaft extrem, ich finde eine Freundschaft sehr wichtig, extremst schön, aber ganz anstrengend. Ja, kommt drauf an, aber das lernt man einfach im Alter. Man braucht nicht viele Freunde, man braucht wirklich die einzig wahren. Und dann muss man auch nicht jeden Tag schreiben. Christine und ich schreiben manchmal eine Woche nicht. Zum Beispiel mit Laffa. Mit Laffa schreibe ich auch so selten. Wir sehen uns in den Ferien gefühlt noch nicht mal. Das einzigste Mal in den Ferien, wo wir uns sehen, ist Freitag.
Und wir haben jetzt auch zweimal in den Ferien geschrieben, aber der Kontakt ist immer noch da. Da weiß man direkt, ist nicht blöde Stimmung, wenn man sich wieder ja, sieht. Ja, eben. Ja, und ich freue mich super. Ich freue mich total, wenn ich Lava wiedersehe. Ja, das ist ich hoffe, so. Du siehst das. Ich liebe dich. Warte, einmal mit Profis arbeiten. Da haben wir endlich mal unsere Kamera wieder ausgepackt und dann war sie leer. Jetzt müssen wir mit dem Handy filmen. Ich hoffe, dass der Ton trotzdem genauso gut ist. Bestimmt. Das ist einfach so. Leute, seht ihr, wir sind einfach... Mach mal meine Nägel. Wir sind noch in der Übungsphase. Ja. Ist klar, Ribolotte, doch. Profis sind so schlau. Okay, Thema Hobby. Hobby? Hobbys. Ich muss sagen, es war immer so ein Hin und Her mit Tanzen und Reiten. Ich hatte ein Pflegepferd früher und dadurch, also durch meine Tante, habe ich dann meine Liebe zum Reiten gefunden. Dann habe ich irgendwann mit Tanzen angefangen, dann wieder Reiten. Dann war wieder Tanzen, dann war wieder Reiten. Ja, dann Reiten wieder Tanzen. Ja, geht. Also du hast ja schon, Reiten hast du ja schon durchgehend immer gemacht. Ja, so teilweise. Und dann, Ende war dann Reiten und dann habe ich für mich beschlossen, nee, ich habe wirklich keinen Spaß mehr am Reiten, habe komplett aufgehört. Da hatte ich seit einem Jahr oder so, hatte ich dann auch kein Hobby mehr. War wäre schön. Ich habe es ganz schwer ausgehalten. Diesen Monat fange ich mit Hip-Hop an. Also wir gucken jetzt erstmal so ein Probetraining natürlich an. Ja. So ein Probetraining. Genau, bei Zoe ist so, also generell, ich finde Hobbys ganz wichtig. Einfach so für den Ausgleich so ein bisschen. Manchmal braucht man einfach, um so sein Hobby zu finden. Aber ich denke, wenn man jetzt so, man muss auch einfach lernen, sich dann fallen zu lassen, ne? Also das kann man einfach nicht beim ersten Mal, kann man das so perfekt. Okay, wie haben deine Eltern reagiert, als du schwanger warst? Ich denke mal, das ist eine Frage, die geht auch immer an mich. Die geht an dich. Für alle, die es nicht wissen, ich bin unfassbar jung Mama geworden, mit 16. Ich kriege auch immer ganz oft die Frage, wie würde ich reagieren, wenn Zoe schwanger werden würde in dem jungen Alter. Also, meine Eltern haben natürlich so reagiert. Meine Eltern haben natürlich so reagiert, wie, glaube ich, alle Eltern reagieren würden, und zwar extremst geschockt. Aber ich glaube, meine Mutter hatte einfach nur enorm Angst um mich, dass man halt Schule und Ausbildung und so nicht schaffen würde. Aber es war eigentlich ganz klar, dass meine Mutter mich in allem unterstützt. Und das hat sie auch getan, sodass ich alles zu Ende machen konnte. Aber natürlich war erstmal die Angst und der Schock war erstmal groß. So. Und dann auch direkt, um eine weitere Frage zu beantworten, wie würde ich reagieren, wenn Zoe so früh schwanger werden würde? Ich rede mit Zoe ganz offen darüber und sage ganz klar, mach es bitte nicht. Habe ich auch nicht vor, Leute. Aus dem einfachen Grund, weil es hört sich für alle immer so, ja, die hat ja alles geschafft. Ja, ich habe alles geschafft. Das war auch enorme... Warte mal, du warst in der 9. Klasse? Ich war in der 9. Klasse schwanger. Ich habe meinen Abschluss gut bestanden, Kollege. Ich bin ja, auch dein geschafft. Ja. Ja. Mama, mein Zeugnis ist nicht schlecht. Ist okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hoffe ich einfach... ich sage euch ehrlich, ich würde Zoe niemals vor die Tür setzen. Never ever. Aber ich hatte dieselbe Einstellung wie meine Mutter. Ich kann Zoe nur unterstützen. Ich kann Zoe nur unterstützen, wenn sie es auch wollen würde. Und natürlich auch, ich bin einfach, wenn man selber früh Mama wird, ich bin keine Mama von deinem Kind in dem Sinne, sondern ich bin Oma und du bist die Mama. Also du hast einfach die volle Verantwortung zu tragen. Ja, das ist nicht allen so klar. So, ne? Ja, ja. Ja. Aber Oma hat mich ja auch aufgenommen. Oma hatte ich auch. Und so. Oma hatte ich auch aufgenommen, aber sie war deine Oma, nicht deine Mama. Ja. Weißt du, so. Und die Rolle darf man halt nicht vergessen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Zoe in erster Linie, erstmal das Leben lebt. Ja, will ich auch. Aber wirklich in vollen Zügen, und das ist so Prio Nummer 1. Das Leben kennenlernen, sich ausleben, die Welt entdecken. Genau. Genau. Ah, wie geht ihr mit Liebeskummer um? Also ich muss sagen, ich bin eine Person, was Mama auch sehr sauer macht. Ich spreche nicht gerne, wenn ich ein Problem habe. Ne? Also so. Aber man merkt es ihr immer an. Ja, man merkt es mir immer an. Aber ich bin eine Person, ich möchte da nicht direkt drüber reden. So, ich fresse die Sachen immer mal in mich rein gerne. Und dann erlöse ich mich bei Mama. Aber bis Zoe zu dem Punkt ist, sich zu entfalten, haben wir uns eigentlich schon 100-mal gestritten, weil ich halt merke, dass was los ist.
sie mir gegenüber echt fies und gemein dann werden kann. Ich bin ja auch grundsätzlich an alle schuld, wo ich mir denke, also ich kann da am wenigsten für. Ja, und sonst, boah, ist halt viel mit... Aber bei mir ist das auch so, ich weine dann so die ersten Tage und dann telefonierst mit 100.000 Menschen. Ja, ja, und dann kann ich aber auch irgendwann nicht mehr weinen, dann kommt das nicht. Zum Beispiel, wenn ich wegen irgendwas anderem dann weine, dann kommt das alles wieder hoch und dann weine ich schon wieder wegen der Sache. So wie gestern. Ja. Nee, aber Liebeskummer ist echt ein Arschloch. Ja. Ja, es wird ja nicht der letzte Liebeskummer gewesen sein. Ja. Also ich sage euch, ich war früher mit Liebeskummer, also wenn man mal so, bei mir fing das auch mit 13 alles an. Für andere so, 13. Ja, Leute, ich war auch 13, wo das bei mir anfing. Erster Freund, erste... Meine Tante auch. Jeder, gefühlt jeder in meiner Familie hatte schon ihren ersten Freund mit 13. Ja, aber wir sind ja für die Leute teilweise so unnormal. Ja. Aber, nee, ich muss wirklich sagen, ich hatte auch so mit 13 das erste Mal verliebt sein. Und ich hatte genau das Glück, wie Zoe, ich war eine Person verliebt, die es einfach 0,0 verdient hat, dass ich da Gefühle für die Person hatte. Wirklich. Boah, die war so gemein, die Person. Ich versuche immer, in den Leuten das Gute zu sehen und mache mir meistens von den Leuten ein eigenes Bild. Auch das nicht immer. Aber man muss sagen, genau, aber wisst ihr so, ich hatte dann auch, also wir sprechen hier, Leute, da war ich 13, ne, also. Wann hattest du denn deinen ersten Kuss? Ja, ich glaube auch so um die Zeit. Ja, 13, so. Auf jeden Fall, Leute, war ich so das erste Mal verliebt in so jemanden aus meiner Schule. Und ich habe wirklich gedacht, das ist für mein Leben. Und ich habe einfach nicht gemerkt, wie scheiße die Person war. Und jeder hat es mir gesagt, ich so, nein, auf gar keinen Fall und so. Ich habe Sachen gebracht und dann, Leute, ich war ja noch die Generation Windows Movie Maker. Ich habe sogar Videos für die Person gedreht mit so gebrochenem Herz. Habe ich so Bilder gemacht in schwarz-weiß. Peinlich. Und dann, dann habe ich auch immer die Fehler bei mir gesucht und so, es tut mir doch so leid. Und dann immer mein Lied, also das war immer mein Lied als früher. Sie war ein Mädchen, das die Zeit genießt und in der Mann die Freude liest. Und wenn sie vorbeigeht, schaut jeder um, das Lächeln für ihr Herz zu scheren. Doch ihr Freund, der ist das Gegenteil. Einer von den Typen, die sich einem Mädchen teilt. Immer gehört, immer gehört. Und das war so meine erste Liebe. Aber ich sag euch ehrlich, das war ja, wenn man jetzt in meinem Erwachsenenalter denkt, das war ein Witz. Also, das war ja wirklich, erstmal war das Wort Liebe noch ein ganz anderer Begriff. Also man liebt mit 13 Jahren nicht so, wie man im Älteren. Erwachsenen. Ja, na so. Und aber ich finde trotzdem, Liebeskummer ist so ein schlimmes Gefühl. Das Thema nicht schon mal. Dass man wirklich in eine fremde Person, die man vorher ja einfach nicht kannte, so sehr verliebt ist, dass man denkt, ohne die Person kann man nicht mehr leben. Mhm. Das ist so bestimmt, obwohl die Person ja vorher einfach auch nicht da war. Aber ich bin dann auch so, wenn es mir scheiße geht, oder wenn ich Liebeskummer habe, dann bin ich auch scheiße zu den anderen Leuten. Ja. Und eigentlich immer zu den Leuten, die es nur gut mit dir meinen. Ja. Ne? Da habe ich eine Story erzählen. Wenn du nicht willst, soll ich das erzählen, dann schneid raus. Mir ging es richtig, richtig scheiße. Also ich hatte Liebeskummer. Und dann sollte ich aber zu meinem leiblichen Papa fahren. Aber nicht wegen dem Liebeskummer, sondern weil... Ja, nein, weil es anders nicht ging, ne? Wir waren einfach nicht zu Hause. Ja, genau. Und dann ging es mir so scheiße und dann bin ich zu Papa gegangen. Das war wirklich heftig, das Wochenende. Das war echt mir schlimm. Mir ging so scheiße, Leute. Und dann bin ich zu meinem Papa gegangen. Und wir wollten Zoe auch nicht alleine lassen. Und mein Papa jetzt im Nachhinein, der war die ganze Zeit so süß zu mir, hat gefragt, ob ich was essen will, ob es mir gut geht, ganze Zeit, ne? Ich habe einfach die ganze Zeit nicht mit dem geredet, weil es mir so schlecht ging. Und vor allem, danach hast du uns immer noch die Schuld gegeben für alles. Ja. Ja. Aber next. Next, ne? Next. Oma würde jetzt sagen, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Ja, und vor allem, es werden noch so viel vernünftigere Leute kommen. Ihr wisst eigentlich, eine Person tut euch nicht gut und trotzdem ist es genau die Person, die so toll ist. Warum sind wir so? Keine Ahnung. Leute, wenn ihr auch so eine Situation habt, bitte kommentiert mal. Ihr seid auf jeden Fall mit der Situation nicht alleine, das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen. Noch ein Thema. Okay,
Okay, dann ein Thema, da werden wir auch immer gefragt. Thema Periode. So, passt auf, Leute. Ich hatte da einen riesen Struggle mit, zu sagen, redet man darüber oder redet man darüber nicht. Die Periode gehört einfach nun mal dazu. Sie gehört ab einem gewissen Alter einfach dazu. Besonders bei, also nur bei uns Frauen halt, ne? Deswegen Girls Talk so. Aber anscheinend ist das ein Thema, was euch ja mega interessiert, aber auch ein Struggle so, ne? Weil ganz viele schreiben mir, ihr wisst nicht, wie ihr das euren Eltern sagen sollt. Und ich denke mir, Leute, eure Eltern wissen ja, dass ihr irgendwann eure Periode bekommt. Was war denn? Ich war 11 bei meiner Periode, bei meiner ersten Periode. Und ich hatte auch schon immer Probleme damit. Bis heute geht es mir, ich meine, ich rede da ja auch in meinen Stories drüber, geht es mir während meiner Periode bzw. die Woche davor richtig, richtig schlecht. Ich bin so ein Scheißmensch in dieser Zeit, wirklich. Und mir tun meine Mitmenschen dann so unfassbar leid. Aber meine Periode haut mich bis heute aus den Latschen. Also ich habe meine Periode richtig früh bekommen, mit 9. Dazu gibt es aber eigentlich auch noch eine Geschichte, weil für viele ist so jetzt krass mit 9. Weißt du, aber ich glaube, da, um das... Soll ich das erklären, was der Arzt erklärt hat? Ja. Also guck mal, ich habe meine Periode mit 9 bekommen und für viele ist das so, boah, 13 macht die schon dies und das. Kann ich immer alles darauf schieben, aber das ist auch so ein Grund. Er hat gesagt, ich bin frühpubertär. Das heißt, wenn ich mich richtig daran erinnere, heißt es, dass mein Körper oder mein Kopf irgendwie, also mein Körper einfach 2 Jahre hinausdenkt. Also mein Körper denkt irgendwie, ich werde 2 Jahre älter, als ich eigentlich bin. Das hat man, also ich hatte das auch, also ich bin auch frühpubertär gewesen und 11 ist ja nochmal wesentlich weiter als 9. 9, gebt euch das mal. Ja, 9 ist schon, also ihr könnt euch also auch vorstellen, Zoe ist auch nicht seit jetzt erst in der Pubertät, sondern das machen wir schon einige Jahre jetzt durch. Ich hoffe, dass es deswegen auch schon recht bald wieder vorbei ist. Ja, das ist so ein Struggle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen ist das aber auch, die Leute werden immer früher in allem. In allem, ob dem einen, der eine findet das scheiße, ja. Ich muss sagen, ich habe da auch einen Stress mit irgendwie, weißt du so. Ich will aber auch generell nicht, dass du älter wirst. Ja, man merkt's. Aber wie geht's dir mit, wenn du deine Periode hast? Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich gar keine Probleme. Jetzt, also ich bin gerade wieder in der Phase drin, cool. Aber ich merke das dann auch immer so, nicht eine Woche, aber so 5 Tage vorher. Und letztens, das war vorgestern, glaube ich, ne? Ging es mir so schlecht, Leute, ich habe mich fast übergeben. Also es wird irgendwie, ich hatte das Gefühl, das wird immer schlimmer, aber ich habe den auch richtig stark. Ja. Und was wir auch sagen müssen, Zoe nimmt auch keine Tabletten dagegen. Ich kann keine Tabletten schlucken, Leute, da kotze ich noch mehr. Deswegen, Zoe nimmt dann so einen Ibo-Saft und ich nehme immer Ibo-Tabletten. Aber der hilft eigentlich sehr gut, ja, finde ich. Finde ich auch. Genau. Aber so ist das. Und ich nehme auch immer grundsätzlich 3 Kilo zu in der Zeit. Und boah, das ist so schlimm. Ich sehe aus, als wäre ich im 9. Monat schwanger. Wow. Das ist so schlimm. Mädels, wo es noch bevorsteht, ihr dürft ja kein Geheimnis rausmachen. Redet da offen und ehrlich mit euren... Ich bin direkt zu Mama gerannt. Mama, ich habe meine Tage. Ich habe mich voll gefreut. Nee, aber ich sage euch auch ehrlich, nur eure Mutter oder eure Bezugsperson in dem Moment, wenn es nicht eure Mutter ist, keine Ahnung, aber... kann euch in dem Moment helfen. Sie weiß ganz genau, was ist jetzt zu holen. Was müssen wir besorgen? Was braucht man? Es ist ganz wichtig, dass man darüber spricht, weil es ist was ganz Normales. Gehört einfach dazu. Ja, ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein Tabuthema. Auch ich hatte damit meinen Stress. Aber es ist ja normal. Ja. Jeder ich finde Mensch... Das auch nicht peinlich. Nein. Ich finde das Thema gar nicht peinlich. Wirklich. Null. Nee, aber... Also ich habe da auch mit meinen Freundinnen immer offen drüber geredet. Ja. Ja. Aber es gibt noch ganz viele Themen, die wir noch mit euch besprechen können. Deswegen, sonst schreibt doch gerne mal jetzt unter das Video. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass mittwochs immer so ein Video kommt, sei es ein Girls Talk oder sei es ein Get Ready oder was auch immer. Mittwochs wird so ein Tag, wo wir jetzt überlegen, dass immer fix mittwochs ein Video kommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf allen weiteren Kanälen verfolgt. Wir sind aktiv auf TikTok, wir sind aktiv auf Insta. Das steht in der Infobox. Ja, klicke mal, mein Vater macht die Nein, auch. Nein, der ist noch da. Achso, ich komme, warte. So, Leute, so ist Freundin ist da. Sie ist schon auf dem Sprung. Ja, komm, mach jetzt. Okay, Leute, das war unser Video. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.